Grüßt euch. Und zwar gibt's heute eine Kräftigung für Fußgewölbe und Wadenmuskulatur. Coole Sache wäre, wenn ihr dabei vorher das Sprunggelenk ein bisschen mobilisieren würdet. Und zwar klickt ihr dazu den Button an, den Infobutton, dann kommt ihr zum vorigen Video, macht das mit und dann kommt ihr wieder zum jetzigen zurück. Und zwar sucht euch Alltagsgegenstände. Ihr seid in der Natur, meinetwegen habt ihr überall Straw, die könnt ihr entheben. Rechts wie links Steine aufsammeln. Coole Sache. Vielleicht auch, wenn ihr einen zweiten einen Gegenüber habt, auf einen bestimmten Punkt hinlegen. Der soll es wieder ablegen bei euch, dass er so ein Spiel draus macht. Geniale Sache. Wenn ihr Kinder daheim habt, die ein Seil haben, könnt ihr Seil hochheben mit den Zehen. Wenn es geht, dann ist es eine coole Sache. Kräftigung Fußmuskulatur. Mega genial. Kräftigung Zehen. Ihr könnt das Gleiche machen, wenn ihr gerade daheim in der Wohnung seid, mit einem Handdirkel. Handtuch falten. Coole Sache. Schaut, dass ihr das Handtuch in gefalteter Position auseinanderbringt, so dass es am Ende flach am Boden liegt. Nicht immer leicht, aber ich bin mir sicher, nach ein paar Wiederholungen schafft ihr das easy peasy. Alternativ noch, das ist mir gestern eingefallen, die Warteschlangen vorm Geschäft werden ja immer länger. Einfach mal wadenkräftigen, während ihr irgendwo stehen müsst, dürft, warten dürft. Egal, ob es an der Tankstelle ist, wie bei mir gestern, oder Mittagessen, bis fertig ist, bis die Frau das Mittagessen gekocht hat. Einfach lang machen, auf die Waden stellen. Und das könnt ihr mal schneller machen und einmal langsamer machen. Aber coole Sache, Waden, Fuß, Sohle. Viel Spaß und einen schönen Tag noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne nach unten klicken und unseren Kanal abonnieren. Oder ihr klickt nach oben und ihr kommt zum vorherigen Video zurück. Viel Spaß und eine schöne Zeit.